zu Wort gemeldet hat sich die Abgeordnete Uli Meier. Bitte sehr. Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Die Corona-Krise unterstreicht einmal mehr, dass Südtirol über keine krisenfeste Landesregierung verfügt, sondern in der Stunde der Not blanke Ideenlosigkeit vorherrscht. Was bisher eine Vorahnung war, ist inzwischen traurige Wahrheit. Das Kasperltheater, das Exponenten der SVP derzeit medial abliefern, ist kindisch, stimmt nachdenklich und traurig zugleich. Gerade in dieser schwierigen Phase, die gemeinsame Energie aller notwendig machen würde, herrschen persönliche Befindlichkeiten, undemokratische Alleingänge und ein Diva-Gehabe vor. Ein vermeintlich modernes Land wie Südtirol hat ein modernes Krisenmanagement an den Tag zu legen und selbstverständlich den Landtag auch einzubinden. Ein in dieser Form völlig sinnloser Massentest im Herbst war bezeichnend. Die damalige fatale Kommunikation der Landesregierung war durch falsche Hoffnungen gekennzeichnet, die Folgen absehbar. Auf die konstruktiven Zurufe der Opposition hat man nicht gehört, weil man ja wie immer alles besser weiß und besser kann. Tests sind laufend, ja täglich zu machen, und wer sich testet und negativ ist, soll und muss am normalen Leben auch teilhaben können. Wo Infektionsherde vorherrschen, ist lokal vorzugehen. Demgegenüber sperrt dieser Staat die Grenzen, schikaniert die Menschen, hindert sie an der Mobilität und verlangt Tests, die maximal 7 Tage alt sind, ohne dabei konkret und wirklich die in Not geratenen Betriebe oder Familien in irgendeiner Form aufzufangen. Eine Politik, die kollektiv bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag alles zusperrt, keine langfristige Strategie, und zwar in allen Bereichen, für eine Zeit danach hat, die Wirtschaft, die Familien völlig im Stich lässt, einfach nur mit ständigen Verschärfungen und Lockdowns reagiert und noch immer nicht imstande ist, die bereits in der Vergangenheit gemachten Fehler bei den Schnellschussdekreten zu vermeiden, verliert zu Recht jeden Rückhalt. Ein Jahr Krise wären Zeit genug gewesen, innovative Strategien zu entwickeln, wie sie manche fernöstliche Staaten längst an den Tag gelegt haben. Es rächt sich heute, dass die Verwaltung in Südtirol verpolitisiert ist und es kein Know-how gibt, das wirklich innovativ mit Krisen umgeht. Wer von Südtiroler Weg spricht, und ich stehe heute noch zu diesem, da man autonome Verantwortung auch in schlechten Zeiten übernimmt, müsste zumindest eine Strategie, eine politische Haltung, Mut und auch Standfestigkeit haben. Wenn man einen Sonderweg beschließt, dann auf Grundlage einer gesicherten Lageeinschätzung und einer klaren Strategie, die Risiken und Eventualitäten umfasst, anstatt aktionistisch, planlos, teilweise hilflos und auch populistisch vorzugehen, heute zu öffnen, morgen wieder alles zu sperren, weil der mediale Gegenwind zum Einknicken führt. Südtirol benötigt eine dynamische, kompetente und flexible Einsatztruppe, die die Krise leitet, und keine Schönwetterpolitik mit falschen Hoffnungen, deren Versprechungen weniger lange erhalten wie ein Covid-Test. Der Südtiroler Sonderweg ist möglich. Dazu ist aber Eigenständigkeit notwendig. Und diese Eigenständigkeit gibt es nicht mit Politikern wie Achammer und Kompatscher, die sich bisher gegen mehr Unabhängigkeit gewehrt haben, heute zerstritten sind und in dieser Krise strategielos dastehen. Vergessen wir eines alle gemeinsam nicht. Wir alle hier im Südtiroler Landtag sind Angestellte des Volkes auf Zeit, nicht die Erzieher der Menschen. Den Menschen draußen ist es relativ egal, wann von wem irgendwann ein Vorschlag gemacht wurde, um uns mehr zu informieren. Die Menschen wollen zu Recht gerade in dieser Krise, dass wir alle in ihrem Sinne zusammenarbeiten, dass wir alle gemeinsam auch Verantwortung übernehmen, Hilfe leisten. Und natürlich setzt dies alles voraus, dass wir im Südtiroler Landtag, nicht nur wir Abgeordnete von der Opposition, sondern auch die Abgeordneten der SVP, informiert werden und mehr eingebunden werden. Danke.